Ja, hallo allerseits und herzlich willkommen zum neuen Messervideo. Ja, in den letzten Wochen und Monaten war ich eigentlich immer damit, Entschuldigung, fürs Gewackeln, ja, war ich immer so ein bisschen damit beschäftigt, auch mal teurere Messer vorzustellen und habe dabei ganz vergessen, womit ich angefangen habe, auf YouTube günstige Sachen vorzustellen. Bitte die schmutzigen Pfoten zu entschuldigen. Hab gerade eben noch einem Kollegen geholfen. Kollegen. Ja, man sagt immer Kollege, aber ein Nachbar geholfen, sein Auto zu reparieren. Und ja, und dann fiel mir dann das Messer gerade in die Hände. Ich habe in meiner Vitrine geguckt und habe überlegt, welches hast du denn schon gezeigt? Ich, jau, das hast du noch gar nicht gezeigt. Obwohl, ich habe so viele Messer, die ich noch nie gezeigt habe. Ja, bei 600 Messern wird es aber auch ein bisschen. Mal gucken. Könnt ihr das anfangen? Ne? Also ist das Sanremo 763. 8CR13 MOV G10. Allerdings glatt. Also da ist nichts. Nichts Konturiertes dran. Wenn wir hier oben. Ja. Ein mittelmäßiges Jimping drauf, aber Jimping ist wichtig, wie ich sage. Ein Schleifkörper haben wir hier. Und das ist ein Hohlschliff. Ne? Also ihr seht das, wie sich das Licht darin nach unten ja, bewegt oder wellt. Das ist ein Hohlschliff. Haben hier eine angedeutete falsche Schneide. Zwei Daumenpins. Ambidextrous, sagen die in Amerika. Ist für ganz, ganz schmalen Taler überall im Internet zu finden, sag mal bei eBay und so weiter. Haben hier ein Fake Axis Lock von Benchmade gemopst. Jetzt hätte ich schon wieder dieses blöde Wort gesagt. Gürtelclip ist aber kein Gürtelclip. Hosentaschenclip. Ne? Pocketclip. Der ist zweiseitig umsetzbar. Ne? Tip-up only. Für rechts und links. Wir haben hier eine ziemlich massive Fangremenöse. Das ist gut. Und ja, das soll wohl ein Flaschenöffner darstellen. Ob es braucht, weiß ich nicht. Sind wir hier mit da muss ich genau hingucken. Also ich brauche mittlerweile eine Brille, glaube ich. Okay, Onkel Arthur hat ja schon eine. Imbusschrauben ist also mit typischem Handwerkszeug immer gut zu bearbeiten. Braucht ihr keine Torx verkaufen, falls ihr die nicht eh schon habt. Wiegt so gut wie nix oder auch gar nichts. Moment, mal gucken. Gramm. Ne? Ist auch schon schmutzig wieder. Mein Gott. Ne? Wenn man nur Messer reviewt damit. Ne? Was habe ich denn daheim abzuwiegen? Flippt ziemlich schnell und gut aus der Hand. Shagger. Ja? Allerdings mit dem Fake Access Lock, da muss man schon üben, bis man das raus hat. Ich weiß nicht warum. Woran es liegt. Keine Ahnung. Aber mit den Daumenpins super. Ein Low-Budget-Messer für 10 Euro. Bekannte Größen in Sachen Materialien. 8CR13 MOV, G10. Ein Fake-Axis-Lock. Ne? Aber der funktioniert super. Ist auch, wenn man. Ne? Bei mir wird es dann halt knapp mit der Hand. Ne? Also eigentlich ist es schon. Mensch, Bremen, hast du schmutzige Pfoten? Alte Sau. Eigentlich schon fast zu klein für meine Hand, aber es geht. Soll ja auch nichts für großartige Arbeiten sein. Ist auch schön scharf hier angekommen. Damals. Damals. Also, ich weiß nicht, wie lange ich es habe. Ist mindestens schon 3 Jahre hier bei mir. Ja, okay. Und macht
Freude fürs kleine Geld. Ne? Low Budget, EDC-Messer. Ne? Da kann man sich dann auch eine Colt Government kaufen. Okay, Spaß beiseite. Für den Preis Kaufempfehlung sowieso. Und ja, das war's schon. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Oh Mann. Oh man. Oh man. Habe ich schon wieder was vergessen? Habe ich was vergessen? Ja, habe ich vergessen. Oh, mal gucken. Neun Zentimeter Klinge. Nee. Mal genau gucken. 7, 8. Ja, 9,5. Oh, ist vertretbar. Aber beim Einhandmesser gucken wir eh nicht so nach 42 Arger. Also, das war es schon wieder. Kleiner Kauftipp. Fürs kleine Budget. Also dann, danke fürs Zuschauen und tschüss, Matjo, schwenkt den Hut. Tschüss, hör ab und schwenkt die Kapp.